Hallöchen Leute, willkommen zurück bei Band of Brothers, wo wir letztes Mal hier tatsächlich mal mehr als ein Dorf weitergekommen sind. Und jetzt vor der Frage stehen, was wir machen. Wohin können? Ich denke, wir werden hier rüber gehen. Vielleicht nicht durch den Wald gehen sollen, aber naja. Und ja, schauen wir mal, was hier gibt. Was ich halt noch nicht weiß, irgendwie, was in diesem Spiel quasi das. So, die Langzeitmotivation ist, meine, klar, wir werden uns leveln und sowas. Trading Cover and Punny, naja, ich würde ja gerne, aber ich fürchte, das geht halt nach hinten los. Aber was irgendwie so Langzeitmotivation ist dafür, dass man Ding, ob es irgendwie hinter dickere Bossgegner gibt oder irgendwas. Oder ob es nur darum geht, seine Gruppe aufzubauen, bis man hier irgendwie gut genug klarkommt oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir halt momentan keine Arbeit. Und Contracts sind eigentlich wichtig, weil wir darüber die meisten Einnahmen haben. Wir können zwar quasi so damit arbeiten, aber wir haben halt für irgendwie 9 Tage das. Aha, das braucht Zeit zum Abfallen, okay. Jetzt gucken wir uns hier um. Available Contract reichlich und available hire. Refugee und Flüchtling. Zeug, das man kaufen könnte, auch nicht wirklich spannend. Das heißt, wir hätten noch nicht mal wirklich Rüstung für einen, dann holen wir uns davon keine, aber wir gucken mal, was wir hier machen können. Typ mit 2 Prügelknaben dabei. Altdorf, as safely as quickly as possible. You are mercenaries, aren't you? You have killed. Ja, das heißt, wir müssen nach Altdorf kommen. Das ist okay. Ach, dann können wir keine anderen. Oh, schade. Ich hätte gehofft, man könnte irgendwie mehrere auf einmal machen. Wo ist denn Altdorf da unten? Okay, dann machen wir uns doch direkt mal auf den Weg. Ich weiß nicht, ob wir. Wobei, wir sind hier auf der Straße unterwegs. Da denke ich, haben wir recht gute Chancen, dass wir dabei nicht mal mehr zwischendurch angegriffen werden. Das heißt, es ist da unten ein Sumpf. Ich weiß, dass es hier auch Zombies gibt, gibt neben Orks. Vielleicht greift uns da einfach mal sowas an. Sehr gut. Das heißt, momentan sind wir in einem recht sicheren Gebiet hier. Ruined Farmhouse ausgeglichen. Okay, das heißt, das könnte man theoretisch gesehen versuchen, sich irgendwann anzugreifen. Aber erstmal wollen wir hier zum nächsten Gebiet kommen und uns den Vertrag erfüllen. Kriegen wir unseren Standpreis. Hätten wir hier auch wieder Aufträge, hätten wir auch wieder Zeug. Aber die Auswahl ist halt einfach echt bescheiden. Und was Cooles hier. Emerald the Mad. War knappe. Mad ist aber im Namen zu haben, ist schon mal kein gutes Zeichen. Red Catcher, was bist du? Lumberjack. Aber wir haben das Geld dafür nicht über, um die tatsächlich anzuwerben. Du siehst aus, als hättest du Geld. Wahrscheinlich dementsprechend schwierig sein. Der Himmel hat euch geschickt, Söldner. Ihr kommt über die Straße mit einem geisterhaften Leuchten um euch herum. Ist also voll auf Was möchtest du denn von uns? To run on the hills and drop my early notice. Ah, Raise Ruined Farmers. Das war ja das, was ich sowieso drüber nachgedacht habe. Rubbled outside and not. Okay, das werden wir machen, weil da wollte ich ja sowieso hin. Ist zwar ausgeglichen, aber wir sollten vielleicht einfach mal vorher speichern. Dann kann ich zur Not laden. Theoretisch gesehen sollte ich ja sowieso nach jeder Aufnahme speichern. Dafür war ich bisher aber zu faul. Mal sehen, ob wir so einen ausgeglichenen Kampf tatsächlich irgendwie die Oberheit gewinnen können. Mit ein bisschen strategischem Geschick. Some Bandit Thugs. Kein Bogenschütze. Das ist schon mal gut. Weil das heißt, wir können quasi versuchen, auf Distanz zu arbeiten, wenn das Gelände uns da ein bisschen zusagt. Hier stehen wir. Wir haben da 2 Bogenschützen. Hier sind die. Wie viele haben sie? 5. Das heißt, es sind auch alle. Sie werden hier erstmal ein bisschen warten und den Schildwall gehen. Und dann kommen unsere Bogenschützen dran. Wobei der da unten gleich dran. Du gehst einen runter noch für den Schildwall. Einfach, weil wir ein bisschen Aufrechnung haben, weil sonst stehen die Bogenschützen dazu alleine. Kommt aber nirgendwo dran. Dann gehst du mal. Nein, nicht angreifen. Da drauf. Dann hast du eine bessere Sichtweite dann.
Und du wartest auch erstmal ab und dann setzen sie sich jetzt hoffentlich in Bewegung. Nein, tut sie nicht. Was für eine Bogen genau hattest du eigentlich? Du hattest einen Hunting-Bau, das heißt Reichweite eigentlich soweit okay. Gehst aber auch dorthin dann. Bessere Reichweite haben. So, und jetzt kommen sie. Sweet. Möge das Gekloppe beginnen. Dann kommen nämlich gleich unsere richtigen Ritter noch dran, die hier einfach mal den Angriff übernehmen. Trifft nicht. Schade. Bam. Rüstung zu hauen, die haben auch richtig wehgetan. Sweet. Die haben auch alle keine besonders starke Rüstung. Man sieht es also diese Lederdinge. Ab und zu mal ein Schild, aber nichts, wo ich jetzt schreien würde. Wow, die werden uns voll fertig machen. Das ist ein bisschen zu viel. Wir gehen mal dahin. Haben wir nämlich taktisch ganz gut stehen und halten unseren Schild hoch. Die bräuchten eigentlich alle einen AP mehr, damit sie noch was machen können. Also ich muss mich ganz dringend hinstellen und denen hier die AP steigern. Weil, da war ich. Da hat es ein bisschen geleckt, deswegen war ich dann zu voreilig. Nicht gut. Kommt da an nichts dran. Aber du warst unser preiswerter Bobo-Schütz, deswegen überlege ich, ob wir dich nicht einfach irgendwo vorne hinstellen, von wo hast du eh besser schießen kannst. Dann gehen wir sogar noch ein weiter, ein gutes. Ab und zu leckt es tatsächlich ein bisschen, wenn es um die Berechnung der Einheiten kommt, was ein bisschen uncool ist. Ja, wir gehen ja schon mal in den Nahkampf ran. Wir haben ja ein Schild, damit sollten wir was überleben können. Ich weiß nicht, warum sie uns die Even gemacht haben, weil ich finde, die wirken jetzt von der Ausrüstung her nicht besonders gut. Kommt da immer noch nicht hin. Das will ich mal da hochgehen. Dann kannst du wenigstens einen schnellen Schuss probieren. 12%, 12% probieren wir einfach mal. Verfehlt, aber hat von der Ausseite eine sehr, sehr gute Position. Du versuchst was, kriegst aber nicht wirklich was hin. Du versuchst was, nehmen wir das Schild hoch und... Oh, der haut uns direkt durch die Rüstung. Oh, Mann. Ach, der hat eine Poste gemacht. Das ist quasi mit dem Schwert möglich, um dann danach gegenzuhauen, wenn man angegriffen wird. Hätten wir auch richtig was verprügeln können. Ah, das hat ihm noch gut wehgetan. So muss das. Mehr kannst du aber leider nicht machen. So, jetzt du. Kannst dich auch nur irgendwo hier hinstellen und dann von da aus nächste Runde angreifen. Wer bist du? Du bist der hier. Du hast noch nicht allzu viel abbekommen. Das ist gut. Jetzt die Frage, wem kriegen wir wahrscheinlich am besten kaputt schnell? Ich denke, wir gehen mit auf den, weil den können wir hier dann mit zwei Leuten angreifen. Oh ja, der hat gut eingesteckt. Hast keine Schüsse mehr übrig danach. Macht eine Riposte. Sprich, verteidigt sich halt, wenn wir zuhauen. Und er kommt auch nicht weg. Noch hält unsere Rüstung. Jetzt nicht mehr. Au. Und 2 mit 48 Chance. Das probieren wir einfach mal. Oh yeah. Voll durch die Rüstung. Bögen sind echt stark, was das angeht. Kommst da oben eh noch nicht dran, nicht wahr? Ja. Dann lass würde ich mal hier hingehen und dich in den größeren Kampf mit einmischen. Wir haben hier die, super, wir haben hier den Helm verprügelt. Toll. Das bringt mir so viel. Au, und er haut mir den natürlich tot. Das war's. Und dafür haben wir den wenigstens geköpft. Und ran da. Kann aber sonst leider auch nichts machen, weil zu wenig AP. Du bist in der Ranordnung sehr spät dran. Das heißt, da können wir noch später drauf reagieren. 55, 55, weil ich kann direkt tot bekommen. Richtig kriegen wir für einen Kill auf uns. Ist in Ordnung. Was, wie viel AP kostet das denn auch? Ja, du wirst da gleich Unterstützung brauchen. Dann muss er hier sich damit einmischen, der aber auch bald dran ist.
Wie sieht's aus? Trefferchance jetzt. Nur noch 5%. Wow. Umwerfend. Hm. Leider dank seiner Riposte oder sowas nicht reingekommen. So, du bist dran. Für nur einen zur Auswahl, den will ich treffen. Und er trifft unseren da auch nicht, weil der hat ja auch schon gut eingesteckt. Ärgerlich, wenn der jetzt auch noch verbubbelt wird. Oh ja, voll durch die Rüstung. Und wir haben ihn tot. Sweet. Und er trifft ihn nicht. Sehr gut. Jetzt bist du hier, glaube ich, noch dran. Genau. Kommst da wenigstens mit in den Nahkampf rein. Sieht doch gut aus. Wir haben jetzt bisher einen verloren. Damit kann ich theoretisch gesehen sogar leben. Nein, halt nicht aus dem Kampf lösen. Fehler, die ich niemals machen sollte. Die Idee kommt, sich aus dem Kampf zu lösen und dann feststellen, fuck, wir schaffen es nicht und kriegen dafür Schmerz. Das war, in meinem allerersten Testlauf war das das größte Problem, was ich hatte. Ich habe mich hingestellt und mal versucht, meine Bogenschütze aus dem Nahkampf rauszubewegen, wenn ich da irgendwie zu sehr im Nahkampf geboren war und dann festgestellt, das klappt halt einfach nicht. Und dafür haben sie dann halt immer Treffer abbekommen, was halt ziemlich böse war. Welcher bist du? Du bist der hier, oh. Und wir haben ihn fast tot. Ja, du kannst da einfach nichts machen. Und du wirst hier wahrscheinlich, wenn du dran bist, auch nicht mehr zuhören können. Das heißt, er hat nochmal einmal die Chance, uns weh zu tun. Was natürlich nicht so cool ist. Und er zieht sein Schild hoch. Oh, au, was war das? Hat er uns da gerade einen komplett weggehauen? Au. Wie auch immer er das gemacht hat. Jetzt haben wir den. Ich habe zwei Leute verloren dadurch, glaube ich, was ein bisschen doof ist. Knut the Beer, ja. Der war eigentlich nicht schlecht. Hätte ich gerne behalten. Meine Günther war durch entbehrlich. Er hat ein Level-Up und muss... Einen Tag lang ist er verwundet. Er hat ein Level-Up. Er hat auch ein Level-Up. Cool. Ja, ihm hat sich das Kill-Holen da wahrscheinlich gelohnt. Loot. Direktes Geld. Das ist super. Farmen können. Das klingt interessant. Farmen schon noch einer davon. Und noch einer davon. Da nehmen wir natürlich alles mit, ganz klar. Ich denke, das ist selbsterklärend und können uns dann erstmal wieder um unser Zeug kümmern. Und unser Level up. So, wir hatten gesagt, wir brauchen AP. Kriege ich die hier irgendwo durch? Nein. Das ist natürlich schade. Ich dachte, man könnte die wohl mitleveln. Hintergrund, Initiative, Resolve. Also auf jeden Fall gehen wir wieder auf HP. Möchte ich ihm irgendwie Nahkampf? Er braucht halt eigentlich in diesem Sinne keinen Nahkampfverteidigung, weil er ja in der zweiten Reihe steht. Ich denke, ein Resolve könnte ihm helfen. Oder, ja, wir gehen auf Initiative, jetzt sind wir schon schnell. Perks, was kannst du hier bekommen? Rüstung erhöhen. Er hat halt kein Area of Effect. Ich denke, wir gehen einfach hier drauf. 80% der Waffe ist, denke ich, auch noch okay. Ich möchte aber hier bei ein paar Sachen schon mal die als sortiert. Ach, ist, jetzt ist sortiert. Als zu reparieren markieren, nämlich diese hier. Ich weiß nicht, ich finde, die sehen ganz interessant aus. Flakon, a curved sword best used for slashing and cutting unarmed opponents. Ja, deswegen. Du hast quasi nichts abbekommen, aber gut was geleistet. Du hast Level 2. Du kriegst auch HP dazu, weil sind halt immer gut. HP und Nahkampfverteidigung. Als einer unserer beiden Front-Row-Ritter. Und hier, eigentlich sollte ich mich hinstellen und sollte mich hier da noch was mit draufsetzen. Wir gehen ja auch auf Angriff, aber dann wir von der Rüstung mehr tragen können. Stealth-Technisch brauchen wir hier nichts. Bei dir wahrscheinlich auch nicht. Für dich noch. Du hast gar keine Mütze, sehe ich gerade. Hast du jetzt eine Mütze? So von der Ausrüstung her soweit noch okay, aber wir werden jetzt wieder ein bisschen Leute brauchen, weil wir ja zwei Stück verloren haben. Und zwar dann auch noch zwei Nahkämpfer. Einer davon entbehrlich, der andere ärgerlich. Aber wir kriegen jetzt unsere Bezahlung. Wir haben dabei auch gut Geld gemacht.
Crownswell Desert, richtig. Schauen wir erstmal, was hier noch geht. Was warst du? Du warst ein Messenger. Das heißt, der könnte Initiative technisch gar nicht mehr so schlecht sein. Du bist doch nicht allzu teuer. Nehmen wir, glaube ich, schon mal mit. The Mad. Ich finde, Mad ist einfach keine gute Idee. Ich weiß nicht, ob nur ein Redcatcher etwas bringt, aber er ist so preiswert, dass wir das auch mal probieren. Wir brauchen dann aber noch ein bisschen Ausrüstung dafür. Wir können auf jeden Fall ein paar der... Ah, du bist weg. Wir könnten eigentlich ein paar der Schilde irgendwie abstocken. Ausrüstung. Was aus Supplies haben wir soweit eigentlich alles noch in Ordnung? Also auf einfach muss ich sagen, ist es jetzt deutlich einfacher, was das angeht. So, du hast schon Messenger. Max Fudge, das ist natürlich auch cool. Determined. Will start a combat with a confident moral. Das ist geil. Also der Typ gefällt mir direkt. Da sollten wir dran arbeiten, den auszubauen. Das heißt, der kriegt direkt mal eine bessere Dinge hier. Du bist auch gut. Bis 55. Ist halt leider super schlecht gegen Rüstung. Deswegen geben wir ihm hier lieber die Hand Axe. Und du, jetzt guck, wo ist das? Bloodthirsty. All kills are fatalities, if the weapon allows. Das ist natürlich cool. Und kriegst Initiative, aber HP-Abzug, das ist okay. Ein Knüppel, ja. Wisst ihr nicht, mit dem Knüppel rumrennen, mein Freund? Das kannst du sowas von vergessen. Du kriegst dann das Ding hier. Dann sieht ihr auch gleich schon wieder viel besser aus, wenn ihr so ein bisschen was hat. Ich hätte aber noch keine Ahnung, wo ich dafür mal was herbekomme. Ich will hier nochmal nachgucken, ob wir nicht vielleicht... Ja, die haben hier nichts. 13 Tage, ich glaube, wir nehmen noch ein bisschen Futter mit, weil wir es können. Einfach weil auf Vorrat haben eine gute Sache ist. Und wollen hier auch schon einmal wieder sortieren, weil wir es können. So, und kriegen hier jetzt natürlich keine Jobs mehr. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch gesehen wieder zurück. In der Hoffnung, dass da mittlerweile wieder was ist. Tower Patrol, ja, nee, den legen wir uns im besten Willen nicht an. Ich bin doof, aber nicht so doof. Ich weiß noch nicht, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, hinterher zu sagen, ich bin so stark, ich greife einfach die ganze Zeit. Ich werde quasi zum Vigilante, zum Plünderer und greife hier Türme und Festungen an. Wäre natürlich auch irgendwie lustig. Und quasi entweder die Auswahl zu sagen, wir werden böse. Aber das kann halt sein, dass sowas da noch kommt. Wie gesagt, wir sind hier immer noch im Early Access. Also es kann halt sein, dass sie dahinter noch das deutlich erweitern. Ich muss mal ein bisschen sehen, was sie vorhaben. Ich habe mich jetzt nicht ausgiebig darüber informiert, was die geplant haben. Schauen wir zuerst hier vorbei. Witch Hunter mit einem Crossbow. Der klingt ja schon mal cool. Ich denke, den nehmen wir direkt mit, einfach weil ich so jemanden noch nie hatte. Hedgen the Young. Apprentice. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Haben wir ja schon gelernt. Was ist das für ein Ding? Grave Robber. Grave Robber hatten wir schon mal zu tun. Brauchen wir nicht unbedingt. Abziehen, Ausrüstung. Wir werden nämlich wahrscheinlich... Das Apprentice hat halt wahrscheinlich nichts, also nehmen wir uns davon noch einen mit. 30, das ist echt... Ich weiß nicht, was er hat, also holen wir uns davon sicherheitshalber noch was. Wenn unser Hexenjäger ist recht eigentlich hat hier oben so einen coolen Kopf. Witch Hunter's Head hat Background Witch Hunter. Range, Resolve of Moral Check against 4 Panic and Mind Control Effects. Cool. Athletic builds one less fighting for each tile traveled. Cool. Und Brute. Abzug, aber dafür dafür Kopftreffer Bonus. Das brauchen wir nicht. Wir werden hier bei der Armbrust bleiben. Hat keine so große Reichweite, aber tut, glaube ich, gut weh. Und ist gut gegen Rüstung. Außerdem geben wir dir mal noch ein bisschen Reserveausrüstung mit. Und dich, einfach weil wir dich nicht rüsten können, stellen wir dich erstmal auf eine Zweitrangwaffe. Vor allem, weil wir da ja auch, wir haben 4 Vorhandkämpfer für 3 für die zweite Reihe. Das sollte hoffentlich reichen. Er ist Shortzeit. Ich weiß nicht, Vision habe ich bisher noch nicht als so wichtig entdeckt.
Distart. We'll start the combo with the Wavering Wall. Super. Das heißt, der Typ ist eigentlich schon echt scheiße. Dafür, dass er extra HP bekommt. Großartig. Der ist super unsicher. Hier, du siehst aber aus wie der, der das Geld hat. Und damit wahrscheinlich die bisschen schwierigen, aber interessante Sachen. You've traveled. Race Forsaken Hut. Around Pitchforks, Rumors of Ghosts, the Dead, Walking Orcs, Bandits. Aber das ist ein Need Alcom's Farmers Farming, not pitching over the way. Ah, also Problem ist, die Leute scheinen irgendwie gegen Geister vorgehen zu wollen. Forsaken hat es ja verlassen Dorf und er will aber, dass sie auf den Feldern arbeiten und deswegen soll jemand die Geister wegkommen, damit sie sich da nicht mehr darum kümmern. Shall do this. Jetzt die Frage, wo finden wir das? Forsaken hat da unten. Slightly weaker. Ich sollte nochmal speichern, weil wir es können. Sehen. Das ist das erste Mal, dass wir mit Untoten zu tun haben. Mit denen, gegen die habe ich bisher noch nicht gekämpft. Mal sehen, was dagegen wie gut ist. Ob es damit zum Beispiel Äxte und Schwerter irgendwie Nachteile haben oder sowas. Ah, das sind nur ein paar Bedienen. Okay, aber wir werden den Kampf erst beim nächsten Mal machen können. Wir sind nämlich schon recht lange dabei. Ich hoffe, ihr hattet heute euren Spaß. Wie gesagt, mir persönlich gefällt das Spiel super. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da oder vielleicht habt ihr auch irgendwelche coolen Tipps schon entdeckt, was man machen kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, meine Freunde. Macht's gut.